Ich habe hier Kerzen. Mhm. Und ich möchte dich bitten, die in der Reihenfolge zu legen. Die sind jetzt irgendwie wir zusammengesetzt. Okay. Hier gibt es auch leere Kärtchen. Mhm. Hier ist ein Stift. Du kannst auch jederzeit irgendwo die Worte ändern, wenn es ein falscher Begriff ist oder hinzufügen. Okay. Schau dir das mal an. Okay, hier steht das Thema Abschmecken. Oh, das ist bei mir eigentlich gar nicht drin, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Ich hasse es nämlich abzuschmecken. Essen, das ist, da muss immer irgendjemand kommen und sagen, probier mal. Also ich sage, probier mal und dann ist okay. Thema Satz sein ist ganz, ganz wichtig. Das wird dann hinten raus passieren. Das, abschmecken würde ich mal nach da oben legen. Ja, das ist das nächste auf die Seite, weil du es nicht musst. Ist okay. Satz sein, abwaschen. Wenn der Proband die Jobs to be done für sich einordnet, ist es wichtig, ganz offen zu sein und sich nicht einzumischen. Der Proband hat immer recht. Und soll ganz frei entscheiden können. Ist hoffentlich alle schon da unter der Woche. Also besorgen heißt ja, sich beschaffen heißt ja auch aus dem Kühlschrank nehmen. Okay, aus dem Kühlschrank nehmen, genau. Das ist, ich komme nach Hause, die sagen, ich habe Hunger und dann frage ich, was wollt ihr denn? Ja, okay, so, das ist ganz am Anfang. Insofern guck, was wir da haben. Und besorge mir dann meine Zutaten, die ich für die Essenszubereitung benötige. Mhm. Dann habe ich ein Essenskärtchen. Ja, ich lege es mal hier hin. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dann auch zu essen. Das Anrichten unter der Woche. Also. Findet nicht statt. Also so ein bisschen. Mhm. Ja, so ein bisschen. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Das Menü bestimmen. Ja, das. Genau, entsteht quasi parallel. Also in dem Moment, wo ich die Zutaten sichte, bestimme ich eigentlich letztendlich auch das, was es zu essen gibt. Also du sichtest die Zutaten, die da sind. Und daraus entsteht dann. Daran bestimmst du das Menü. Genau. So ein Parallel. Ja, das eine ist mit dem anderen verknüpft. Einen Wochenplan erstellen, das fliegt raus. Das findet nicht statt. Kein Wochenplan. Das findet kein Wochenplan statt. Okay, jetzt versuche ich das mal in eine Ordnung reinzubringen, so, dann die Zubereitung, dann das Anrichten, ich würde das Abwaschen tatsächlich mit hier unten ranpacken, weil ich da wirklich Wert drauf lege, dass das irgendwie nicht im totalen Chaos endet. Dann wird gegessen, dann sind wir satt und Abschmecken findet nicht wirklich statt. Das tut durchweg und würde sagen, Fehlt da was? Und Kommunikation. Also das miteinander sprechen, auch wenn es jetzt nicht wirklich was mit dem Essen an sich zu tun hat, aber das findet quasi dann eben auch... So miteinander reden. Miteinander reden. Das ist ein spannender Moment. Angeregt durch die Kärtchen bringt der Proband einen neuen Job ein, an den das Team vorher gar nicht gedacht hat. Sofort wird ein neues Kärtchen gemacht und dort eingeordnet, wo es für den Probanden am besten passt. Also Essen ist ein Kommunikations... Ja, auf jeden Fall. Aha. Na klar. Aha. Mhm. Was willst du damit? Also was für ein Ziel erreichst du das, wenn ihr miteinander redet? Naja, Essen bringt Menschen zusammen. So, ja. Der Interviewer wiederholt bewusst Aussagen des Probanden, die ihm auffallen. Damit holt er sich Bestätigung, ob er es richtig verstanden hat. Und er gibt dem Note-Taker ein Signal. Hey, hier ist etwas Wichtiges gesagt worden. Ein bisschen sitzen bleiben, das finde ich, das ist was Gemeinsames. Also Menschen zusammenbringen, hast du schon gesagt. Ja. Also ein Zweck vom Essen und Essen zubereiten ist Menschen zusammenbringen. Schön. Also, dann haben wir, glaube ich, das mal ergründet. Dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter, weil das finde ich jetzt auch noch spannend, dieser Aspekt, abwaschen, aufräumen, da haben uns viele gesagt, das kommt ganz am Ende. Also nach dem Satz sein kommt Abwaschen, Aufräumen. Du tust dann den Anfang. Weshalb? Weil in dem Moment, wo ich Essen zubereite, entsteht eigentlich schon, also die Bretter werden schmutzig, die Teller werden schmutzig, auf denen ich was zubereite, Schüsseln werden schmutzig und ich einfach gerne das dann weghabe, weil sonst steht es mir quasi in der Essenszubereitung, stehen mir die Sachen immer mehr im Weg. Also möchtest du das möglichst wenige so Teile, Utensilien dir zubereiten? Ich liebe freie Flächen, auf denen ich quasi arbeiten kann. Dass die Kochflächen möglichst frei sind. Ja, oder die Zubereitungsfläche. Zubereitungsfläche. Und sicherlich abwaschen
mit den Töpfen, mit denen ich hantiere, mit der Pfanne, mit denen ich hantiere, weil das ja quasi auch mit, gehört ja zu dem letzten Schritt dazu. Mhm. Ja, das passiert nicht immer, dass ich das dann auch schon während dazu bereite, also dass ich das dann quasi kurz danach abwasche oder wegräume vor dem Essen. Ab und zu geht das, wenn ich rufe und es kommt keiner, ja, dann passiert auch. Ne? Mhm. Und dann, dann fange ich an, vielleicht den einen oder anderen Topf abzuwaschen. Mhm. Aber meistens den Topf, der kommt dann tatsächlich nach dem Essen. Mhm. Aber, so die Bretter, aber so die ganzen Bretter, Messer, Löffel, Schneebesen, was auch immer, diese ganzen Kochutensilien, die sind eigentlich sauber. Sofort wieder einsatzbereit. Okay, also das ist dir wichtig, das ist schon vor dem Anrichten. Ja. Diese Kochutensilien wie Bretter, Messer. Und weil du das Anrichten gerade aufgenommen hast, das Thema, es macht ja, wir essen in der Küche. Mhm. Ja, also wir haben eine halbwegs große Küche und einen schönen Esstisch auch da drin stehen. Das macht auch was mit dem Raum. Ja? Also wenn halt alles voll steht, ist nicht so cool. Also dass die Atmosphäre auch irgendwo schön ist. Absolut. Und nicht so ein Chaos umsteht. Gut, okay.